Was hast du gesagt? Du gehst noch mal kurz rüber? Eine halbe Stunde habe ich doch, oder? Los, machst du hier Spider-Man, oder? Ich habe genug Holz, ich könnte hier eine Brücke bauen. Wiu! Würde aber nicht halten. Nur leider fällt es ein. Wir wollen ja noch irgendwie eine Brücke bauen zwischen unseren beiden Türmen. So, Vielleicht mit wir irgendwelchen entspannen. so schrägen Stützbalken, die irgendwo rauskommen. Lass mal schauen, wie wir das Es geht machen. los. Jetzt geht Jetzt mal los. entspannt eben. Oh ja, die kommen schon angerannt hier. Die Frage ist, kommen sie hochgelaufen oder fangen sie an, einfach hier kaputt zu schlagen? Wenn sie anfangen, kaputt zu Die schlagen, ist es immer sowas von am Arsch. stehen dort unten und schlagen auf die Betonwände. Oh, kein Boost-Nahkampf. Vorsichtig, dass ihr jetzt nichts kaputt schlagt. Bitte, Leute, schmeißt keine random Nahkampf-Booste hier rein. Also ist, wenn ich hier jetzt drauf Dann schlage, ist es weg. BP fällt runter. Nein, ich Nee. stehe direkt über dem anderen. Das fällt runter. So, naja, dann fangen wir mal an, die abzuschießen, oder? Klettern die jetzt irgendwo hoch Ah, die oder sind machen die weg. jetzt? Naja, hier vorne sind sie weg. Nein! Okay, tschüss. Runtergefallen? Mir war das, wer fällt zuerst runter? Okay. Frage ist, wo sind die jetzt? Klatschen die jetzt irgendwo unten gegen dieses Beton? Guck mal, da unten sitzt er ja auch, oder? Hilfe. Bauplöcke, 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 ganz schnell. Versuchen die jetzt irgendwas kaputt zu schlagen? Oder versuchen die hochzuklettern? Das ist die große Preisfrage. Ich versuche hochzuklettern erstmal. Ach, du kannst da unten bleiben. Nein, mach, sag das nicht. Ich bin wichtig. Für die Moral. Und die Moral von der Geschichte, den Kufo, den Bauplöcke. braucht man nicht. Hey, was hat Von mir da, wo gehört? du bist, einfach zur Leiter springen. Da ist ein Leiter? Ja. Ah ja, das stimmt. Genau. Ah, jetzt kommen hier ein paar. Ja. Das haben wir offen gelassen. Ja, mein Bein ist nur gebrochen. Alles Wo kommen gut. die jetzt? Ah, da Ja, kommen sie hoch. die kommen Die hoch, kommen die kommen hoch. hoch. Super. Warte, ich komm auch mit vor. Oh, mein Bein. Geh Oh, das mal war am so besten doof. hinter mich mit deiner Schusswaffe. Oder willst du die da abknallen? Muss auch machen, ja. Du hast gerade was eingestürzt von dem Ding, auf dem du stehst. Warum? Ja, dort vorne, das war sowieso locker. Da musst Ach du so. aufpassen. Also ich weiß nicht, ob das Metallding dann auch bleibt, wenn dort jetzt so dieser Balken kaputt geht. Wenn der Balken kaputt BP. geht, dieses Metallding, dann können die Ja. nicht mehr zu uns kommen und dann fangen die an, hier alles kaputt zu reißen, sag ich dir. Das Ding hätten wir irgendwie noch ausbauen müssen, verstärken. Guck mal, hier ist fast kaputt. Wo waren das Ich gerade habe da? zwei Eisenstangen. Man bräuchte Eisen zum Reparieren. Ich habe zwei Eisenstangen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschmiedetes Eisen braucht man. daran platzieren kann. Geh mal zur Seite, Dös. Dass du den einen Weg baust. Naja, dass ich das irgendwie wieder verbinde. Versuch das mal. Wo hat denn der das denn gesetzt? Ist aber nicht da, wo ich hin wollte. Also wenn wir Glück haben, dann brauchen die einfach bloß den ganzen Abend mit dem Hochlaufen. Und es vergeht einfach genug Zeit und dann ist alles vorbei. Aber die Nacht geht auch locker mal eine Dreiviertelstunde oder so, ne? Wir haben 3 Stunden für einen Ingame-Tag eingestellt. Also 3 Stunden für 24 Stunden. Der Blutmond beginnt 22 und geht bis 4. Ich habe meinen Gipsen mitgenommen. Das sind also 6 Stunden. 6 Stunden ist ein Viertel eines Tages, ne? Das ist ein Viertel von 3 Stunden, 45 Minuten, oder? Ja, wo sind jetzt überhaupt alle hin, Pi mal Daumen. Der Blutmond geht 45 Minuten. erwischt. Da kommen die nächsten. Kommen Sie? Ja, jetzt kommen wieder zwei. Kommen aber recht wenig, ne? Die meisten Ach, bleiben einfach unten. die Tracks sind dort unten teilweise, das ist gut. Ja, da unten ist richtig viel los, du. Was machen die? Ich kann die von hier oben abschießen, das ist Ihr gut. müsst aber auch aufpassen, ne? Wenn dann irgendwann so ein Geier kommt oder irgend so ein spuckendes Ding und das erwischt euch, während ihr gerade irgendwo an der Kante seid, könnt ihr ganz leicht mal Geier runterfallen. kommen in der ersten Runde noch nicht, ich glaube. Kommt schon in der hoch, pass auf.
Erwischt. Ja, jetzt kommen wieder ein paar. Was ist das? Oh, die machen. Na, kommt her. Ja, ja, da kommst du hoch. Zwei sind das. War gerade wie so ein Lampenschein. Hat jemand von euch eine Taschenlampe? Ich hab. Nö, ich hab einen Laser vorne dran. Okay. Ich hab das, was ist. Sag mal so aus, als wäre da unten irgendwo wie eine Taschenlampe lang gefahren. Irgendwo da unten über die Straße. Kriegt ihr eigentlich die geteilte Erfahrung? Ja. 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 Gut. Nur wenn Türme killen, dann glaube ich, teils das nicht. Dann kriegst du bloß der Turmbesitzer. So war es früher, wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Also alle meine Infos sind immer von früheren Alphas. Muss ich dazu sagen. Nicht, dass dann er sagt, hä, das ist falsch, was du da warst. Ja, sorry. Das war halt mal so. Haben wir mal wieder welche? Es ist merkwürdig ruhig, ne? Ich will nicht wissen, wo die sich unten alle festpacken. Pass auf, gleich fällt hier alles zusammen, weißt du, weil die da unten irgendwo lang graben. So dann, cool. dann siehst du, dort fällt was ein, dort fällt was ein. Oh, scheiße, 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 scheiße. Da unten ist noch ein Hund. Der kommt, ja, einer kommt gerade hoch. Hunde können keine Leiter nehmen, oder? Oder? Aber Pfeile? Nein. Nee, glaub ich. Weiß ich. Meist mal Molotovs runter. Hier, genau unter uns. Die machen dort das Ding kaputt. Ne, die hauen dort irgendwie, was auch immer das da ist, diese Rohre. Mhm. Aber warum? Die haben doch keine... Vielleicht ist es weil es eine Luftbrücke ist. Die machen dort unten Rohre kaputt und hier oben fällt alles ein. Ja, da draußen hauen sie noch gegen die Zäune. Total bekloppt irgendwie. Gedacht, das wird schlimmer. Mhm. Aber wir haben ja noch so viel Zeit, ne? Ist ja noch nicht mal 23. Sagt mal Bescheid, wenn die hochkommen. Ich versuche mal ein bisschen unten alles einzutriggern, noch ein bisschen, wenn ich anschieße. Mhm. Einer ist auf dem Weg hoch. Mhm. Dann siehst du ja ungefähr, wo ich bin. Ja, der kommt. Müsste es ja auch sehen. Ne, ne, doch ist er nicht da. Der hat irgendwo. Hallo, Kufe. Da ist noch 2, 3 unter dir. Das so schlau ist, was ich hier mache. Ich hatte gerade dieselbe Idee. Ja, die ganze Zeit oben rumzocken ist auch ein bisschen langweilig, ne? Ah ja. Deswegen bin ich ja schon auf dem Weg nach unten. Ach, oh, das bist du, Alter. Dös. Du bist gerade gesehen, da zu dir. Rennt einer rum. Und dir kommt jetzt gleich so eine Betty oder wie die heißt. Da unten am Zaun ist einer. War einer. Da rennt einer. Nie runtergehen, du Fotz. Na guck mal, die hauen dort gegen die Pfeiler. Die dort sind zu blöd, den richtigen Weg zu finden und die hauen gegen Pfeiler. Wenn das lange genug passiert, könnte hier irgendwann alles einbrechen. Oh, ich denke, die erste Nacht werden wir hier überstehen, oder? Wenn das einstürzt, kriegen wir dann die Materialien aus dem Ding? Nee, das wird dann wie so eine Art. Hast du noch nie gesehen, wie ein kaputtes Haus dann aussieht? Das gibt dann einfach nur so einen Schutt. Also so den kannst du zerschlagen, da kommt dann so ein bisschen Holz und Stein raus. Aber voll wenig. Einfach nur so ein Schuttblock. Ja. Wir machen. Die warten wahrscheinlich alle beim Dös in der Base. Wahrscheinlich klettern die gerade alle in meinen Turm hoch. Jetzt in meinen Garten auf, weißt du? Ja, da war die Daily-Dings mehr. Ja, ne, diese eine Welle, die da angekommen ist. Boah.
Ich hätte eigentlich gedacht, dass wenn ich hier so ein bisschen runterklettere, ja, dass die ja, versuchen, hier entgegen zu klettern, aber die kommen gar nicht. Kommen hier gar nicht an. Merkwürdig, oder? Ne, jetzt, ja. Es kommen wieder ein paar. Ich hätte gedacht, die würden hier lang kommen. Hier bin ich. Der Hund nervt mich. Der soll mal stillstehen. Bitte. Ich hab doch bitte gesagt. Ja, es kommen nochmal zwei hinterher. Fühlt sich langsam. Gut, jetzt der Hund weg. Hier kommt halt gar nichts hoch. Ich sag ja, das ist perfekte Base hier. Da kommen die jetzt langsam mal entgegen. Ja, am Kran sind halt einige noch. Ja, wie gesagt, warum klettert nichts hier im Gerüst hoch? Komisch. Wir hätten das Schild wegmachen sollen, Elternhaften für ihre Kinder. Das wird sein. Halt auch eigentlich viel zu viele Schüsse, um einzutöten, dass sich wirklich lohnen würde vom XP her. Das Problem. Na doch, in der Mitte hier vorstellen, ein paar rum. Bin los. Naja, da hast du uns wirklich eine gute Stelle rausgesucht. Oh, ich doch. Oh, guck mal, da ist aber einer. Ich glaube, der gehört zum POI. Da stehen welche vom POI. Eigentlich war hier alles geklärt, soweit ich weiß. Ja, wer ist? Wirklich alle. Achtung, der ist. Ich sehe das doch. Sind welche? Ich hab die doch angelockt. Achso. Das sind die vom POI, die sind nicht vom Mond. Hier will keiner hochkommen mehr, was ist denn das? Ja, die sind jetzt alle hier. Machen irgendwelche Rohre kaputt. Gehen wir noch eins runter. Vielleicht hab ich die jetzt zu sehr getriggert oder so, ich gehe mal hoch. Ja, wir können ja hier bleiben und schießen. Ich will keine Munition ausgeben für Viecher, die übelst viel AP haben und kaum was an XP geben. Ja, ich schieß halt. Ich würde lieber runtergehen und die abschlachten, aber dann werden sie mich ganz schnell umzingeln und. Mach doch. Dann war's das. Komm. Deine Zuschauer wollen das sehen. Die Zuschauer wollen das sehen, ja. Wollt ihr das sehen? Oh doch, jetzt kommen doch noch mal einige hier hinten. Wollt ihr den Kampf oder wollt ihr den. Nee, das sag ich nicht. Der Kufu weiß auch Frieden. Aus. Genau, den totalen Frieden. Ist irgendwie. Ja. Wie sagt man antiklimaktisch? Oh, da unten ist so ein Wolf. Da unten ist so ein Dämonenwolf, ja. Ich habe ihn gesehen. Ist das froh, dass du doch nicht runtergegangen bist? Ja, der hätte mich total zerfetzt. Da ist er. Wenn ihr dort unten dann Armbrustpfeile findet, würde ich nehmen. Gucken, ob ich den von irgendwo jetzt treffen kann. Versucht den mal, wenn es geht, abzuknallen, weil der gab. Ich weiß nicht, wo der XP. Ich sehe. Da muss ich mal zu dir rüberkommen. Ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr. Bin woanders hin gelaufen. Ich geh die noch weiter runter, ganz vergessen. Also. Hm?
hätte Sprengstoff herstellen sollen. Ja, und Molotows. Sprengstoff vielleicht nicht, weil man will ja nicht, dass die unten alles wegsprengen, ne? Aber Molotow. Och. Anders lustig gewesen. Ich sehe den Wolf einfach nicht. Kaputt. Kann ich nicht reparieren? Ah, die brauchen Eisenrohren. Oh, ich dachte, die brauchen Reparaturkit. Ich hab. Wie viel Eisenrohre brauchst du? Weiß ich doch nicht. Ich hab. Hier, warte mal, ich werf dir welche weg. Warte, über dir. Ja. Airdrop. Danke dir. Airdrop. Ja, eins zum Reparieren immer. Alles ist da. Ach, jetzt sehe ich den. Ach, ich habe stehen. Weg ist er. Ja, 1800 XP. Ist auch gar nicht so viel, ne? Wenn man mal so bedenkt. Aber ist auch wieder ein oranger Rucksack gedroppt. Sehr schön. Ich hoffe, der bleibt auch liegen, bis das Ding hier vorbei ist. Nee, du musst direkt runterspringen. Das kannst du vergessen. Aber ich hab die Hau. Also übelst viele von denen hauen gegen die Pfeiler. Müsste eigentlich da abknallen. Sonst bricht uns alles zusammen. Na ja. Ja, hätte ich kein gebrochenes Bein mehr. Keine Ahnung, woher ich das habe. Aber Screamer, hier solche Screamer sind keine gekommen, wie ich das aussehe. Sind die springen, also die noch Spinnen, so einer. Die Spinnen sind auch noch nicht da und die. Ich glaube, Demolition Man kommen erst. Da kommen in der ersten Blutmond noch nicht. Weiß ich nicht. Da ist noch ein Wolf. Bei mir ist jeder ist ein Treffer. Wie viel Schaden macht die eigentlich? 70 Schaden macht die. So ein wenig. Was machen die da? Kämpfen die Wölfe gegen die Zombies oder was machen die dort? Guck mal, das sieht so komisch aus. Was sah aus? Also das hätten die vorher ja auch gemacht. Bevor die ganzen Wellen kamen. Haben die das auch gemacht? Und die Zombies gegen die Wölfe gekämpft? Hab ich nicht gesehen. Wirklich so aus? Keine Ahnung, was die da angreifen. Oder die versuchen mich zu schlagen. Stehen unter mir und versuchen mich zu schlagen, aber ich bin aber halt, keine Ahnung, 20 Meter über denen. Keine Ahnung, was da die Logik jetzt gerade dahinter ist. Ah, ja, die Höhenwahrnehmung einfach im A. Ich muss mal Fenster zumachen.
Und wieder ein oranger Rucksack. Aber das ist mehr jetzt als sonst immer. Sonst waren es ja immer irgendwie 8 Zombies pro Spieler in der ersten Nacht. Nein, ich sag das dir schon 1000 Mal. Das zählt nur im Singleplayer. Im Multiplayer sind es 64. Und das ist nicht die Gesamtsumme, das ist die Summe der Zombies, die gleichzeitig da sein können. Ja? Die 8 im Singleplayer bedeutet, dass in der ersten Nacht nur 8 Zombies gleichzeitig da sein können. Ne? Mhm. Wenn du den ersten tötest, dann spawnt der nächste quasi. Ne? Das ist aber nicht die Gesamtzahl der Zombies, die kommt. Und im Singleplayer wird diese Maximalanzahl von 8 völlig im Multiplayer auf dem Server wird das ausgehebelt und wird auf 64 gestellt. Das heißt, hier können jetzt gleichzeitig 64 Zombies rumlaufen. Das ist aber noch lange nicht die Gesamtmenge, die ankommt. Dir. Du Arschloch, hast mir Angst gemacht. Ja. Hinter dir. Ja. Hab ich auch gehört. Okay. Ah, das ist gut. Wenn ihr Geier seht, dann auf jeden Fall was sagen. Siehst du? Ich verarsche dich nicht nur. Nicht immer, aber immer öfters. Klaus Dahler. Alles, was man Bier braucht. Hey Pedro, wie läuft's bei dir? Echt gut, ich bin noch am Leben. Ah. Kann man da vielleicht irgendwas dagegen tun? Ist da vielleicht was von Ratiofarm? Ich hätte auch auf den Kran gehen sollen. Hätte ich mehr im Nahkampf machen können. Ja, Nahkampf wäre auch ganz lustig gewesen. Du brauchst jetzt die ganze Munition, ne? Naja, ich habe nur noch 7 Schuss. Also die Bolzen, die wir dann aufsammeln, die würde ich dann wirklich dann... Pass auf, bei dir kommen gerade mehrere hoch. Lauf vielleicht. Hinter dir. Geh mal eine Etage höher. Nee, bleib da. Ist schon lustig. Warum? Ah, das ist der Gute, ne? Ja, Egel ist gut. Das ist nur, jetzt habe ich nichts zum Anhitten. Nee, auf mich schießen. Mein Finger weg, das ist meine EP. Ich teile sie bloß mit dir. Ich will mich heilen, ich will leechen. Oh, Schild. Jetzt runterspringen, los. Ja? Was macht das Schild? Das Schild gibt gar keinen Schaden oder wenig Schaden? Das weiß ich nicht. Guck's dir doch an. Ich will zum BP rüber. Das heißt, Schild, dein Schadenswiderstand ist erhöht. Also nicht BP, nicht kein Schaden, sondern einfach nur ein Schild. Mit ein bisschen Munition sparen kannst du, ja? Will ich auch darüber kommen. Ihr kämpft alle so schön. Ich krieg nichts. Wie viel Munition ich verballert habe schon? Das ist übel. Ist da Munition drin? Ja, sehr schön. Oh. Kann man da auch so, einfach Bolzen. So reinkommen oder wie bist du jetzt da hingekommen? Mit dem Schild bin ich einfach von hier drüben. Ich bin hier runtergegangen. Die kleine Plattform und dann einfach rübergesprungen. Upala, sorry, wenn ich dich getroffen habe. Alles gut. Ah, jetzt komme ich da aber nicht durch bei denen. Nee, warte. Achtung. Nee, ich auch nicht. Ihr werdet überrannt, oder? Geh mal eine hoch. Geh noch hoch. Okay, komm wieder runter. Die lebt noch. Gelebt, hä? No. Ich überlege, ob ich es wagen soll, da mal hinzurennen. Wo ist die Munition? Ich will es nicht.
wieder. Wo ist denn die Leiter zu euch hoch? Ich guck, ich will die gerade. Hier, wo der Eingang ist. Da vorne, ne? Direkt. Mhm. Oh, Achtung, jetzt kommt ein. Weiter. Das ist scheiße riskant, wenn ich da jetzt einfach reinrenne, ne? Ich hätte noch von hinten. Texten? Ja. Blutungsschaden ist schon optimal. Nee, nicht. Ja, ich vorne. Problem ist jetzt immer dort, wenn die hier unten dann die Dinger wegmachen, fällt das ganze Ding ein. Hm. Du kannst ja mal eine durchlassen. Zum Beiger. Die hauen wir dann auf der Leiter runter. Geht doch. In der Stadt gibt's noch genügend Krähe, ne? Ja. Oh, das ist gut. Ihr zwei kümmert euch um den, um die Leiter. Ich mach so unten schon mal ein bisschen platt. Du kannst da einfach auf die Hunde oder so schießen. Die klettern können, die nehmen wir. Denke ich mal. Oh, jetzt werden die Hunde hochgedrückt. Mal 1,5 Schaden. Danke. Ich glaube, jetzt kommt eine Spinne. Bin mir nicht ganz sicher, das klang gerade so. Spinne? Das sind die springen. Ach, diese krabbelnden. Mhm. Na genau. Kufu Gaming! Leroy Jenkins! Nee, mach ich nicht. Hallo, Leroy Jenkins! Vergesst nicht ab und zu mal was auch zu essen, ne? Hey. Ach, du bist gerade irgendwie ein bisschen blöd da rumgeklettert. Was machst denn du? Was machst denn du? Achtung, ein Großer kommt wieder. Kufa, was machst Hunde, du? Ich will gucken, ob ich die Hunde angreifen kann. Ich kann da nicht zuschlagen, wenn du dort stehst. Kannst probieren. Da ist so ein Riesenhund, ne? Ich hoffe, der kommt hier nicht hoch. Hoffen wir es. Die haben ja aufgehängt. Hängt die bei dir auch? Nee, nicht mehr. Bei mir hängt die noch. Jetzt erstmal die letzte normale. Du hast Egel, kannst du mal runtergehen, wenn du willst. Aber ich würde dich nicht machen, weil wenn der große Hund kommt, wie gesagt, 3 Schläge tot. 2 vielleicht sogar. Ich muss nur schnell genug gegenhauen. Ich meine, ich will den eigentlich nur einmal anhitten, weil ich ja Blutungsschaden mache. Problem ist, wenn du dort so stehst, kann ich nichts hauen, ne? Ja, dann es kommt ja nichts hoch. Okay. Und die drücken mich dann eh nach oben, dann kannst du wieder schlagen. Immer aufpassen. Achtung, da kommt was. Jo. Ja, aufgepasst. Sag ich doch, ey. Okay, ich hab nur noch kurz auf den Hammer. Ich wollte gucken, wie haltbar eure Boden ist.
12 ist down, gut. Oh, war das eine Kreatur? War das unsere erste Kreatur? Nee, Kreatur ist so ein bisschen stärkerer Zombie. Der sieht so aus, als ob der fehlt schon teilweise Haut. Der hat keine Haare mehr und der sieht so ganz komisch aus. Weißt du? Heißt dann Kreatur. Ich hab gleich keine Munition mehr. Naja, das. Wieder strecken. Der große ist tot, was? Kommt gerade das geflogen, tot, ja. Ne? Geier, ja, ich hab Geier gehört. Ja, der, auf die, Geier. Die backen dort hinten rum an den. Da kommt er. Geiger? Ja, das ist eine Kreatur hier. Ja. Sag ich doch. Komm doch! Komm! Ich hab bloß so einen Teil vom Kopf gesehen, wusste schon, das ist eine Kreatur. Hast du? Lukas ist jetzt auch nicht. Ich hab Angst, dass die uns untergraben. Deine Autorität? Die untergraben deine Autorität. Oh, Kufu, das ist gefährlich, was du machst. Ich wollte nur ein paar Bolzen noch nehmen. Es kommen keine mehr hoch. Ich habe Angst, dass die uns untergraben, weil die alle unten. Wenn die nicht mehr hochkommen, dann werden sie jetzt wirklich anfangen, uns durchzugraben. Und dann da müssen wir denen irgendwie eine Leiter hinstellen oder sowas. Ja, komm mal runter und nimm mal die Dings auf hier, die. Sorry. Die Säcke. Geht dann hier runter. Und dann gehe ich wieder hoch. Muss da mal was austauschen. Wir müssten jetzt irgendwie was hinstellen, dass die hochklettern können. Oder uns jetzt woanders positionieren. Ja. Wenn das einbricht, sind wir am Arsch. Ich bin schon auf dem Weg. Jetzt sollen wir hochgehen, oder? Weil ich sehe das Ding jetzt schon fliegen. Oh, wo genau sind die? Oh Gott. Vergesst mal, dass ich viel zu weit springen kann. Oh, ich bin oben. Ah, ich weiß warum da, weil der dumme Wolf hat das Ding unten kaputt gemacht. Ja, wenn du einen Block hinstellen kannst, dann wird es ja wieder funktionieren. Ja, die machen den normalen Block, machen die einen Schlag kaputt. Ja, das ist das Problem, richtig. Du müsstest ja jetzt einen Betonblock oder sowas hinstellen können, damit der ein bisschen länger hält. Mhm. Alles mit einem gebrochenen Bein machen kann. Das ist unglaublich. Parkour! Parkour! Fuck! Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Oh, fuck. Was ist los? Bin tot. Bist du das? Ich bin runter, ganz runter gefallen. Oh. Dann kletter wieder hoch. Ich weiß nicht wo. Immer noch gebrochenes Bein. Irgendwo eine Leiter suchen halt im Gerüst hier. Oh Gott, das will. Oh. Nie wieder Parkour. Parkour! Survival! Könnt ihr drüber auf so einen Container springen, auf so einen. Hast du was gefunden zum Hochklettern? Ja, drüben auf so einem Container hätten wir vielleicht. Könnten wir vielleicht gucken. Da ist eine Treppe in der Mitte. Ich meine, hier sind übelst viele Leitern. Warum kommst du nicht einfach hoch? Ich bin oben. Also ich bin wieder auf dem Kran. So ein Kran. Okay. Alright. Ah, mit dem gebrochenen Bein lässt sich nicht gut springen. Ja, fuck. Ich hab keine Munition mehr, kann nichts mehr zum Reparieren. Tja, dann ist jetzt Nahkampf. Oder einfach abwarten. Abwarten, bis der Blutmond vorbei ist und dann runtergehen die restlichen Kerlen. Ich bin hier drüben. Aber das Gerüst hat echt gut durchgehalten, muss ich sagen hier, ne?
Sie hier könnten so hochkommen, reinkommen, wenn wir hier hoch wollten. Junge. Ist doch ein. Kann doch nicht weg. Ist das geil. Los, ich wollte mal ganz kurz unten ein bisschen sammeln. Das war's. Komm auch mit rum. Die ignorieren mich alle, das ist so geil. Kann er mich hitten? Mach das nicht. Oh. Ach, hier ist noch einer. Seid ihr jetzt alle dort hinten? Ich bin da, wo ich schon vorher war. WP läuft unten, noch, unten rum. Gut, dass du die Rohre dabei hattest, du. Dann hätte ich gar nicht schießen können. Tja. Nice one. Du kannst aber wie du kannst runterkommen zu mir. Wenn du wieder im Nahkampf wirst. Und da kam raus. Hinter dem Kran, in dem kleinen, im kleinen Container, in dem Wohnwagen bin ich. Ja, die überrenne ich nicht. Ja. Nee, hier kommt gar keiner hin erstmal und dann gibt es eine Treppe. Angeflogen. Schau wieder was. Ich höre einen Geier. Oh, hier ist ein Geier. Was zum Geier. Und die haben es, glaube ich, geschafft. Danke, Shadow. Die können, glaube ich, wieder den Kran hoch. Haben sich einen Weg gegraben, ja? Okay. Guck, guck. Ich sehe euch. Hallo. Danke. Wenn hier ein Hund kommt, haben wir sowas von ein Problem, ne? Nö, da kommt ihr gar nicht rein. Ich habe schon Hunde gekillt hier. Ne, der Große. Ach so, ja gut, dann gehen wir hier hoch. Du kannst von dem Ding kannst du dann rüber auf den anderen. So, jetzt bin ich Ende. Null zum nach oben, ja. Wieder keine Munition mehr. Die kommen alle zu dir. Achtung, eher ran. Wollen wir da hochgehen und von oben die dann weghauen? Also auf den Kran möchte ich jetzt nicht. Wenn die werden doch jetzt hier hochkommen, dann hauen wir sie. Nee, die Tür auf. Wenn sie hochkommen, hauen wir dann auf die rüber. Die haben irgendwie Probleme hier reinzukommen in das Ding. Ach so. So, na dann geh ich runter. Deshalb stand ich unten an der Tür. Okay, dann ist er gut. Wenn die hier nicht reinkommen. Ja, und dann bin ich tot. Runtergefallen? Nee, doch nicht. Alter. Runtergefallen, oder? Ja. Ganz runter? Mhm. Ganz oben. Nach ganz unten. Komm zu uns. Einer von uns. Hab ich irgendwas zum. Naja, ich bin. Oh, jetzt bist du tot. Ein Hit. Oh, war ich fast down. Schade. Alter, die ganzen Zombies in der Mitte von dem Kran. Die kommen jetzt wieder runter, ne? Nee, die zerstören das Ding. Nee, die kommen jetzt runter, oder? Kloppen alle. Ach, die habe ich dort mit hochgezogen, oder was? Mhm. Gucken, ob ich zu meinem. Steht. Komm, Krankenschwester kommt noch. Ja, die nächsten kommen jetzt alle zu uns. Ja, die haben sich durchgeboxt. Hallo Madara. Ja, die kommen wirklich hier nicht rein, ne? Irgendwie. Wo seid ihr da? Seid ihr? Wie komme ich da hoch? Nein, einfach rein. Einfach rein.
Dann kannst du hochgehen von mir aus. Ich halte hier unten Wache. die kommen nicht. Oh, da kommt ein großer. Da ist so ein Wolf. Ein großer Wolf. Komm. Ja. Komm noch einer um die Ecke. Frage ist, ob der hier reinkommt. Ich hoffe. Oh, oder der kann von dort aus springen. Der könnte mich jetzt gleich killen. Wenn der hier durchtrifft. Ich habe ja Angst, dass der irgendwie so einen großen Sprung machen kann und hier oben steht. Und? Das sieht nicht so aus, ne? Keine Ausdauer mehr. Keine Ausdauer mehr. Hinter uns. Ja, guck der. Kam der jetzt, ja? Keine Ahnung. Der ist an mir vorbeigekommen. Ich hab doch gesagt, ich hab keine Ausdauer mehr. Ach so, hab ich nicht gehört. Der Wolf greift von hinten irgendwas Doofes an. Wenn die von dem Dings dort runter sind alle, von dem, der letzte dort von dem Kran runter ist, wollen wir wieder auf den Kran hüpfen? Warte mal. Geht das hoch? Nee, geht nicht hoch. Leute, ich sterbe jetzt. Komm hoch. Brauch Hilfe. Ihr müsst reinschießen. Oder irgendwas. Ich hab... Komm, ich werd hier überrannt. Ich bin unten. Los, hoch. Hoch, hoch, hoch. Ja, ja. Fuck. Bin ich nicht hochgekommen. Wie? Ist runtergefallen? Der war hier mit im Wegstand. Alles gut. Eingerastet. Ich hab jetzt keinen Honig dabei. Scheiße, ey. Ich wurde infiziert. Okay. Schieß mal auf den Hund, ja? Mach das. Ah, fuck. Alles gut. Geier. Einer hoch. Zwei hoch. Safe. Ja, wenn die Leichen im Weg liegen, treffe ich immer die Leichen. Das funktioniert doch. Die sich hochdrücken. Oh, und das passt für eine Explosion. Hier unten. Ey, hinter euch. Weg. Was war das für eine Explosion? War das so ein Bombending? Den Moment oder was? Wir müssen irgendwie woanders hin, Leute. Das bricht hier gerade alles zusammen. Die kommen jetzt nicht mehr rein, das heißt, die machen jetzt kaputt. Darüber. Und dann? Ja, auf den Kran hätte ich gesagt wieder. Guck mal, man kann hier hochklettern. Fuck. Hinten, ja. Ich hab einen Fehler gemacht. Keine Munition mehr, das ist nervig. Ich hab auch keine Munition mehr. 18 Schuss oder so. Ja. Lass einfach mal hochgehen, das ist fast 4 Uhr. Um 4 ist das Ding vorbei. Und dann können wir die noch da sind, killen. Es spawnt aber nichts mehr nach. Mhm. Ich mach Medizin. Ja, ich hab Schuss aufgenommen. Gehört Honig zur Medizin oder Nahrung? Ich hab keine Ahnung. Ich habe 100 Schuss irgendwie aufgenommen, irgendwie.
Ich glaube, es kommt schon gar nichts mehr, oder? Nee, ach oh, ja, gut. Die einer kommt, einer kommt gerade noch angerannt. Die kommen wieder hoch. Wir haben einen Weg gefunden. Kommt zu mir? Nee, nee, die kommen wieder hier hoch, die Treiber. Oh, jetzt kommen die alle hoch. Rückzug. Ciao. Oh, fuck. Die sollen mal zu mir hochkommen. Okay, ist wieder sicher. Mission? Nee. Ja. Das ist sehr schön. Ach, du bist am Kran, dort da. Ja, stimmt. Oh, fuck, Biker. Ah, da hast du das gesehen, hä? Ich mich hier. Ja. Wie ich den ausgetribbelt habe. Hab geschafft, Leute. 3.27 Uhr. Also ich glaube, es spawnt auch schon gar nichts mehr, oder? Ich sehe keine Gruppen mehr angerannt kommen. Könnte sein, dass es einfach nur noch die letzten paar sind, die dort über euch da im Trailer sind. Also noch Runde hier. Wenn ich sie treffen würde. Und ich sage gerade mehr, ne. Ich höre nicht mehr. Ich glaube, das war's. Ja, super, oder? Das war doch mal eine Aktion. Ich glaube, meine ganzen Armbrüste sind weg. Meine Pfeile. Aber die roten Rucksäcke, die hier rausgetropft sind aus den großen Hunden, die habe ich schon teilweise gelootet. Du Schwein. Oh, na toll. Nicht für uns. Brauchte die Munition. Ah. Ja. War doch schön. Super. Ich habe hier ein Nerd-Outfit Stufe 1, ein Vollstrecker-Outfit Stufe 1, legendäre Teile 2 Stück. Oh. Habt ihr Bolzen gefunden? Bolzen? Nö, gar nicht. Ich habe einen Eisenbolzen gefunden. Sind wahrscheinlich despawned, würde ich sagen, oder? Ich habe Eisenvorschlaghammer, hast du schon, ne? Ich habe Stahl. Okay, dann kann ich den zerstören. Stahl Stufe 3. Ja, und das haben wir doch gut geschafft, oder? Was ist die Uhrzeit? 20.17 Uhr. Ach. Ich muss jetzt glaube erstmal was zu essen machen. Ich hab auch noch kein Brot gegessen. Ich noch nicht. Bye bye. Aber ja, vorsichtig, ne? Also nicht alle rausgehen und dann wieder reinkommen, weil dann kommen wir vor 4 Uhr wieder rein. Das heißt, es ist dann immer noch Blutmondnacht und dann kommt wieder alles angespawnt. Nur so als kleine Warnung für die Zukunft. Ne? Nicht vor 4 Uhr ausloggen. Zumindest einer muss noch drauf bleiben. Und wenn ihr. Ich glaube, wenn ihr vor 4 Uhr wieder reinkommt, könnte es sein, dass es auch noch mal eine Weile auslöst. So war es früher zumindest. In irgendeiner Alpha, wisst ihr noch? Ja. Wo wir es fast durch hatten, dann ihr seid rausgeflogen, weil ihr irgendeinem scheiß Update misst. Seid wieder reingekommen, dann ging das Ding von vorne los. Obwohl ich die ganze Zeit drauf war. Na gut, ich gehe mal meine Geschütztürme holen, die haben wir nie gebraucht. Nee. Ein Pfeiler haben sie kaputt gekriegt von dem. Den Ansatz, ne? Mhm. Stell dir vor, die wären so schlau und würden aktiv auf statische Elemente gehen. Das machen sie ja, wenn sie keinen Weg finden. Ne, die gehen auf irgendwas, aber aktiv jetzt auf das Ding, was jetzt gerade. Ich glaube, ja. Fallen muss. Ich denke. Hm. Wenn sie gar keinen Weg finden. Also, das sind ja so viele Balken, aber so viele
Posten. Da wussten sie nicht, wo sie rangehen sollen. Aber wenn nur zwei sind oder so, oder wenn nur... Ja, keine Ahnung. Wenn nur einer ist, dann nehmen sie den einen. Hm. Ja. Keine Ahnung. Also was für ein Outfit würde denn dann jetzt zu meinem Bild passen? Man muss da sagen, gucke ich mal, ob ich noch was habe. Ja, gibt es denn irgendwas, was bei einer Zweihand oder bei einer Schrotflinte mehr Schaden macht? Wenn nicht, dann würde ich fast sagen... was sind denn kritische Verletzungen? Schwere Schläge oder so? Ich kann die jetzt nicht, kann ich die nicht aufnehmen. Aber ey, wir könnten eine Nacht könnten wir vielleicht noch hier dann verbringen. In dem Ding? Ja. Noch ein Glückmord? Nee, ich würde dann nochmal so eine Baustelle suchen und dort vielleicht machen. Aber nicht in den gleichen. Ja, aber dort oben, wo wir jetzt in der Ecke waren, da ist ja gar nichts passiert. Ja, aber dann reißen halt die Pfosten alle ab. Weißt du? Ich kann halt meine Geschütztürme irgendwie nicht mitnehmen. Ich glaube, ich muss da ein Bett und alles hinsetzen. Das Gebiet. Was ist denn das hier? Verringert Ausdauer, Wiederherstellung, Kosten. Was sind Kosten für Ausdauer, Wiederherstellung? Ich muss erstmal Honig essen. Ja, fällt mir gerade auf. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu spät, ey. Super. Was sind denn Ausdauer, Wiederherstellungskosten? Ist so komisch. Vielleicht von deiner Rüstung, die du hast. Die haben doch auch Wiederherstellungskosten. Also, die reduzieren deine Wiederherstellung sozusagen. Hä? Ah, craften kannst du jetzt noch nie, oder? Hast du ja genug. Nee, ich brauche diese Rüstungsteile, ne? Rüstungsteile, ne? Also ich bin halt am Überlegen, entweder Biker-Outfit, weil das den Rüstungswert erhöht und den Benzinverbrauch von Motorrädern senkt. Mhm. Oder... Ach, Kommando? Nee. Oder Nomadenstiefel. Erhöht die Laufgeschwindigkeit und verringert Ausdauerwiederherstellungskosten. Guck mal, jedes Teil hat einen anderen Effekt, sehe ich gerade. Die Handschuhe. In diese Handschuhe sind Materialien integriert, die Strahlung absorbieren, wodurch sie in der Lage sind, verstrahlten Gegner erhöhten Nahkampfschaden zuzufügen. Outfit. Ach, ich kann meine Stiefel herstellen. Verringert Überbelastung. Kann ich nicht. Kopfbedeckung. Nahrungs- und Wasserverbrauchverminderung. Ich glaube, das Nomaden-Ding gefällt mir fast am besten. Ich muss jetzt nochmal mit dem Biker vergleichen. Bei dem Nomaden habe ich den Kopfschutz. Erhöht Betäubungswiderstand. Erhöht maximale Gesundheit. Verbrauche weniger Ausdauer mit Nahkampfwaffen. Verbessere deinen Hieb. Und sieht dabei auch richtig gemein aus. Erhöht Nahkampfwaffenschaden. Also Biker ist eigentlich auch geil, ne? Ich glaube, ich mache einfach Biker. Aber dann müsste ich erstmal diese Rüstungsdinger herstellen, ne? Rüstungsfertigungspaket. Klebeband. Ja, diese Rüstungsteile sind halt... Brauchst halt... Hier glaube ich für eins
sicher. Okay, da. Hm. Ich habe jetzt 3, mir fehlt noch 1. Braucht ihr ein Fahrrad? Ja, ich habe keins. Ich habe auch keins, aber schon mit das dann durch Quests. Ah, ich bin noch nicht so weit mit den Quests. Weil ich habe hier ein Fahrradlenker. Und irgendwo hatte ich noch das Gestell, glaube ich. Hatte ich in irgendeiner Quest bekommen. Weil ich es nicht verkauft habe. Könnte man daraus doch schon fast eins bauen, oder? Ja. Bauen kann ich. Fahrrad, hier Rad, Fahrwerk, Lenker, mechanische Teile. Willst du eins haben? Soll ich da eins bauen? Ja, dann ist der doch schon. Dann bau halt eins da. Dann holst du dir als Belohnung da von der Quest halt was anderes. Dann kommst du einfach zu mir an die Werkbank und nimmst es dir da raus. Ein Rüstungsteil fehlt mir jetzt, dann habe ich mein Set voll. Gut. Ja, meine Rüstung hat richtig was abbekommen. Ja, ich werde jetzt nochmal in zwei Gebäude looten gehen. Jetzt sollten ja kaum mehr Zombies da sein. Vergiss dein Fahrrad nicht. Wenn ich dann rüberkomme, zu dir noch. Liegt dann einfach im Auswurfschacht des Dingsbums. Werkbank. Werkbank. Wo wollte ich hin? Oh, das. Die Bibliothek auch noch irgendwie fertig. Eine bessere Wasserquelle. Ich hab kein mehr Tausender. Ja, mehr Tausender, aber wohin? Ich muss erstmal das Dach irgendwie beiräumen und dann Platz schaffen und sowas. Und ich brauche ganz, ganz viel Lehm, damit ich Eisen machen kann, damit ich so eine Eisengitter machen kann. Ich will quasi oben alles wegräumen, Felder hinsetzen, um Sachen anzubauen, dann Eisengitter über die Felder und auf die Eisengitter die Tausammler, so dass halt noch ein bisschen Licht durchkommt für die Felder. Weißt du? Und das heißt, ich müsste eigentlich erstmal jetzt irgendwo Lehm buddeln gehen, quasi. Toll, ne? Ja gut, das geht auch relativ fix, das Lehm. Das Hochhaus war es eigentlich schwer zu klären? Meins? War nicht, ne? Ist ja keine POI. Gut. Hier daneben auch eins war. Haut mal kurz dran. Stimmt, ich wollte doch auch diesen Block mal endlich anmachen, damit man den von Weitem weg sieht. Gleich mal. Biker. Ich werde mich verabschieden. Und alles klar. Sag ich morgen noch eine Runde, mal gucken. Aber am Sonntag definitiv nicht. Da bin ich überhaupt nicht da. Okay. Ich auch nicht. Okay. Gut, dass ihr das sagt. Dann kann ich gleich Samstag einplanen, dass ich da was anderes mache. Ich wollte doch vielleicht Tiny Tina's Wonderland starten. Da hättet ihr kein Interesse dran, bei sowas mitzumachen, oder? Nee. Das ist so ein Borderlands-Spin-off. Nee, brauche ich nicht. Okay. Gut, dann einen schönen Abend euch noch. Tschüss. Jo, ja, ciao. Ciao, dir auch.